Ja, hier 1910 eben, ist der Bauernhof in der vierten Generation jetzt betrieben. Als wir angefangen haben, waren 10 Bauern, die Milch in Käse geliefert haben. Und heute gibt es keinen Käse mehr. Ich habe eins, wo ich auseinander habe. Und ein Melcherkessel, das ich kaufen musste. Das habe ich dann während dem Krieg auch noch müssen lernen. Ich finde, immer auf einem Hof soll man das haben, was man selber auch gerne hat. Sonst ist man nicht mit vollem Herzblut dahinter. Ich soll sagen, wenn man hier die Bäuerinnen schaut, die halb am Fernsehen kommen, das Kochen und das Zeug, das sind halt schon ganz andere Bäuerinnen. Das Haus war bewohnbar, aber sobald man es anfing fest zu brauchen, hat man gemerkt, was alles gehen lässt. Also das heisst, wir haben jetzt 35 Jahre gebaut und renoviert und saniert. Meine Vorfahren haben dann zumal geschaut für einen Hof und hatten 2 Höfe zur Auswahl. Der eine war der und dieser war das Belch, dort, wo jetzt Kreisel steht und der Aldi und weiss nicht was. Da wären wir jetzt reich und saniert. Ich habe mich nie so fest als Bäuerin gefühlt. Für mich hat die Bäuerin, das ist vielleicht noch ein bisschen historisch gewachsen, so ein Mitklang, Frau am Herd und zu den Kindern schauen. Ich habe das Gefühl, meine Eltern sind offen für neue Ideen und ja, junge Gedanken. Und eigentlich lernen hat man dann. Man hat nichts können. Ich wollte noch in die Bezirksschule auf Schnottwil. Das hat dann noch gelangt vom Alter her. Und dann hat die Mutter gesagt, das gibt es gar nicht. Du musst mir daheim helfen. Die Bauern haben alle gehört und der Wetterbericht war schlecht. Und man dachte, ja, nein, das kann man nicht. Oder? Aber die haben alle gewusst, wenn es so ist, kommt es nicht regnen. Und nachher, wo wir dann angefangen haben, ist dann auch wirklich regnen. Da sind wir dran, Heu auf die Heinze zu fallen, damit es trocknen mag. Und da sind wir jetzt noch, wie es aktuell ist. Auch wieder etwa so ein bisschen die gleiche Position, natürlich ein bisschen mit einer anderen Mechanisierung.